Hallo, wir sind ganz in der Nähe von Weimar an der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald. Für alle Nationen, aus denen Widerstandskämpfer, Soldaten, Verfolgte im Konzentrationslager Buchenwald waren, sind in diesem Gang eine Stele gesetzt worden für jede Nation. Hier ist die Stele der Niederlande. Passt zu unserem heutigen Thema. Ich wollte euch was über die Hintergründe unseres Songs Eradicate erzählen. Da geht es um den niederländischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg während der Besatzungszeit der Nazis in den Niederlanden. Ich bin auf das Thema durch unseren Soundmann Johannes gekommen. Der hat mir die Geschichte seiner Großmutter erzählt, die im niederländischen Widerstand gekämpft hat und hat Widerstandskämpfer versteckt, Leute in Sicherheit gebracht und so weiter. Und ich habe mich da etwas näher damit befasst und auf die Geschichte einer Mädchenbande gestoßen. Also drei junge Frauen, Hanni Schaft und die Geschwister Truus und Freddy Overstegen. Und die haben beeindruckenden Widerstand geleistet, schon in ganz jungen Jahren. Also an der Geschichte dieser jungen Frauen sieht man auch, wie grausam Krieg ist, was Krieg aus Menschen macht. Also Freddy Overstegen hat zum Beispiel mal in einem Interview geschildert, wie sie ihren ersten deutschen Offizier erschossen hat. Sie ist auf dem Gepäckträger ihrer Mutter gefahren, hatte eine Waffe im Korb, die Mutter ist vorbeigefahren und sie hat den Offizier erschossen. Also ein Drive-by-Shooting mit der eigenen Mutter. Das war für mich absolut schockierend, diese Schilderung, wie so ein junger Mensch mit sowas fertig werden soll. Und sie hat auch oft geschildert, wie extrem diese Situationen waren und wie sehr sie damit zu kämpfen hatte in der nachfolgenden Zeit. Und das ist auch eine Dimension, die ich auch in den Lyrics von Eradicate aufnehmen wollte. Also sie hat mal geantwortet, dass man eine Soldatin nicht fragt, wie viele Menschen sie umgebracht hat, aber sie hat auch gesagt, ich habe sie fallen gesehen und ich habe eigentlich gefühlt, dass ich ihnen wieder aufhelfen will. Und diese menschliche Regung in dieser Grausamkeit des Krieges, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Also auch eine Dimension, die unbedingt in die Lyrics mit einfließen sollte. Sie haben auch Aufträge des niederländischen Widerstands oder Befehle abgelehnt. Sie sollten einmal die Kinder des Regionalleiters in Niederlanden entführen, des obersten Nazis dort. Das haben sie abgelehnt zum Beispiel. Und inmitten all dieser Grausamkeit noch diesen moralischen Kompass zu bewahren, ist noch eine andere beeindruckende Dimension. Also nichtsdestotrotz, sie haben wirklich heldenhaft Widerstand geleistet. Waffentransporte, Juden, Homosexuelle in Sicherheit gebracht, Sprengstoffanschläge. Einmal haben sie die kommunistische Flagge am 1. Mai auf dem Hauptquartier der Nazis in Utrecht gehisst. Oder nach einem Mordanschlag kam es zu einer Schießerei. Sie sind ins Café geflohen und haben sich dort sturzbetrunken gestellt und sind deshalb nicht verhaftet worden. Also auch wahnsinnig beeindruckende und mutige Geschichten auch von so jungen Leuten. Und da komme ich wieder zu der Dimension, was können wir aus solchen Lebensgeschichten mitnehmen und sind wir zu dem bisschen Widerstand fähig in unserer heutigen Zeit, die überhaupt nicht mit den Grausamkeiten der damaligen Zeit vergleichbar sind. Das sollten wir doch irgendwie schaffen. Sehr ergreifend ist auch die Geschichte von Truus und Freddy Overstegen nach dem Krieg, denn obwohl sie für ihr Land und die Befreiung von Holland gekämpft haben, ist ihnen nach dem Krieg keine Dankbarkeit oder Ehrung widerfahren. Vielmehr sind die in der McCarthy-Ära als, sozialistische, kommunistische Widerstandskämpfer völlig marginalisiert und vergessen worden und haben sich davon auch sehr, sehr gekränkt gefühlt. Die Freddy und die Truus, die haben
den Krieg überlebt, sind vor einigen Jahren als alte Damen gestorben. Hanni Schaft ist 18 Tage vorm Ende der niederländischen Besatzung hingerichtet worden. Die ist bei einer Aktion geschnappt worden. Erst im Jahr 2014 hat Freddy Overstegen eine Medaille verliehen bekommen. Das muss man sich erst mal überlegen, so viele Jahre nach dem Krieg. Da hat dann ihre Nation ihre Opfer und ihre Tätigkeit für die Befreiung des Landes erst mal anerkannt. Wer sich mit dem Thema noch etwas weiter beschäftigen will, es gibt einen Film über Hanni Schaft, das Mädchen mit dem roten Haar. Es gibt auch ein Buch von Truus Overstegen, Im letzten Augenblick heißt das, ist allerdings relativ schwer zu bekommen. Und ein niederländischer Dokumentarfilm ist auch im Internet einzusehen über die Mädels. Und das kann ich jedem wirklich ans Herz legen. Also viele fragen sich sicherlich auch, wie kommen wir bei diesem Thema zu einem Video, wie wir es zu Eradicate gedreht haben. Ne? Aber das ist natürlich, ich habe mit dem ugandischen Regisseur Isaac Nabwana lange darüber diskutiert und er war begeistert von der Idee, dass da einfach eine Mädchenbande dargestellt wird und hat das so in seine neue Zeit übertragen. In dem Video sind ja auch drei Frauen unterwegs, die dort mit Missständen aufräumen und ich fand das eine sehr, sehr charmante Idee, das nicht eins zu eins zu übersetzen, sondern wir waren begeistert von der Idee von Isaac, dass eben an seinen Ort, in seine Zeit zu übersetzen und dass da wieder Frauen aufstehen, von dem es einfach gar nicht erwartet wird in dem Umfeld, dass die Widerstand leisten und mit Missständen aufräumen. Also deshalb, das ist so ein bisschen die Erklärung, warum das Eradicate-Video so gar nichts im ersten Augenblick mit dem Thema der Lyrics von Eradicate zu tun hat. Aber ich denke, auf so einer Meta-Ebene kann man das schon nachvollziehen. Es geht eben um diesen Grundgedanken, um den es bei Heaven Shall Burn ja auch immer geht. Wir schildern diese geschichtliche Begebenheit, wie von den drei niederländischen Mädchen, die absolut beeindruckenden Widerstand geleistet haben und stellen gleichzeitig die Frage, was bedeutet das in unserer heutigen Zeit, was können wir davon mitnehmen und wie können wir das in unsere Zeit übersetzen, was diese, ich bezeichne sie einfach als Helden, auch wenn sie selber nicht hören wollten, geleistet haben. Forever, you need the pending.